In diesem Video gibt es einfach ein paar Mitschnitte von den letzten Arbeiten hier im Hochsommer. Viel Spaß damit! Hi, ich bin Art vom Kanal Bodenständig und jetzt gleich kommt einfach ein kleiner Mitschnitt von dem, was ich so die letzten Tage gemacht habe. War nicht viel, ich war viel im Pool, weil es einfach unerträglich heiß war. Jetzt geht es zum Glück ein bisschen, aber ja, Regen war trotzdem nicht da leider. Viel Spaß damit. Hier haben wir Chinakohl, weil die Beete sollen ja auch befüllt bleiben. Deswegen setzen wir halt natürlich auch nach und dafür müssen wir auch anziehen. Kennt ihr ja mittlerweile das Prozedere. Löcher rein, Saatgut rein. Loch verschließen und gleich noch angießen. Und das Ganze lasse ich jetzt einfach draußen stehen, weil Chinakohl schnell anfängt zu schießen, wenn es zu heiß ist. Deswegen nicht ins Gewächshaus, sondern einfach irgendwo hier ein bisschen in Schatten. Übrigens von der GardenCon habt ihr ja schon ein Video gesehen, den kleinen Rückblick. Aber es werden auch noch mehr Videos dazu kommen. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Wir würden uns freuen. Und wenn ihr die Videos, die nächsten schon jeweils eine Woche früher sehen wollt, geht gerne zu Watch Better rüber. Das ist eine Videoplattform. Da können Creator ihre Videos hochladen, Wissensvideos, Bildung. Und ja, da findet ihr jetzt auch meine Videos eine Woche früher. Geht gerne vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. So, ich bin immer fleißig am Dörren, weil wie ihr im Video gesehen habt, ist oben verlinkt von der Riesenernte aus dem Riesengewächshaus. Es ist einfach viel zu viel im Moment, um das alles jetzt direkt essen zu können. Deswegen mache ich viel haltbar, hier zum Beispiel jetzt mit dem Dörrautomaten. Riecht auch immer sehr, sehr angenehm. Und daraus wird dann irgendwann Paprikapulver gemacht. Hier sind auch Tomaten bei. Die sollten eigentlich in eine extra Schüssel jetzt. Und natürlich auch Chilis. Aber davon habe ich eh noch so viel Pulver von den letzten Jahren. Das kann man gar nicht so viel verbrauchen. Oh.
Ich hoffe, euch hat diese Art von Video gefallen, war vielleicht mal ein bisschen was Neues. Ich bin mal gespannt, was wir daraus am Ende jetzt machen. Ich stelle mir das so schön vor, weil wir haben ja im Riesengewächshaus, als die Community da war, auch so ein bisschen mitgefilmt mit Musik. Und das fand ich schon echt sehr, sehr cool. Mal gucken, was hier raus jetzt geworden ist. Ihr habt es dann schon gesehen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.